Hallo, liebe Deutschlernende! Bald spielen Frankreich und Kroatien. Wenn ihr dieses Video kurz nach der Veröffentlichung seht, dann wisst ihr auch noch nicht, wer Weltmeister werden wird. Wenn ihr dieses Video später seht, dann wisst ihr natürlich, wer Weltmeister geworden ist. Ich freue mich sehr auf das Spiel. Ich wünsche euch auch eine schöne Zeit. Ich hoffe, es wird spannend. Ja, ich meine, ich bin jetzt nicht ein großer Fußballfanatiker. Ich mag es, ab und zu Fußballspiele zu schauen, wenn ich es mit Freunden schauen kann, weil dann sehr viel Emotion da ist. Und selbst wenn ich jetzt, wenn es mich nicht so interessiert, wer gewinnt, dann interessiert es vielleicht meine Freunde und ich kann mich ein bisschen anstecken lassen. Besonders, da ich hier ein paar französische Freunde gewonnen habe, wird es sehr spannend. Ich habe übrigens auch französische Familie, ja, und deswegen kann ich schon ein bisschen mit Frankreich mitfiebern. Und dass Deutschland so früh raus ist, ist natürlich schade. Ja, ist natürlich, da haben sich alle gewundert. Beziehungsweise, vielleicht ist es gar nicht so verwunderlich. Ich denke, wenn man sehr viel Erfolg hat, dann ist es schwierig, nicht in diese Mentalität zu kommen, oh, ich kann es alles, ja, ich schaffe das ja alles. Ja. Insofern können wir auch eine Lektion aus diesem Ereignis gewinnen. Ja. Eine persönliche Entwicklung, eine Lektion in Bezug auf persönliche Entwicklung aus dem, was mit Deutschland passiert ist. Ja. Sie haben gewonnen, sie haben den Weltmeistertitel bekommen, dann haben sie sich ausgeruht. Ja. Sie haben anscheinend nicht mehr so hart trainiert. Und das ist natürlich ein großer Fehler. Ja, selbst wenn man viel Erfolg hat, dann sollte man weiter trainieren, sehr weiter hart trainieren, wenn man denn weiter gewinnen möchte. Ja, wenn man in Rente geht, dann okay. Dann, oder wenn man aus anderen Gründen nicht mehr gewinnen möchte, okay, gut. Aber wenn man noch gewinnen möchte, ja, wenn man noch wettbewerbsfähig sein möchte, Mensch, dann sollte man doch eigentlich noch trainieren. Und ja, die deutsche Mannschaft hat sich ausgeruht und ist deswegen so viel raus. Zumindest ist das eine Theorie. Ich bin jetzt nicht ein Experte, was Fußball betrifft. Ja, ich bin in dieser Hinsicht ein bisschen entgegen dem Vorurteil, ja, entgegen dem Stereotyp der Deutschen. Ich bin ein bisschen untypisch, ja, aber ich freue mich trotzdem auf das Spiel. Ich hoffe, wenn du es anschaust, dass du auch eine tolle Zeit hast. Und ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und mach weiter mit dem Deutschlernen. Ja? Mach weiter mit genauso viel Fleiß, denn ja, wir brauchen uns ja nicht auszuruhen auf unseren Lorbeeren. Okay? Selbst wenn du einigermaßen Deutsch sprichst, dann kannst du dich immer noch verbessern. Okay? Alles Gute und wir sehen uns morgen. Ciao, ciao.